Ja, hallo zusammen. Eine neue Ausgabe von Monologe an der Isar. Ich bin wieder unterwegs an einem meiner Lieblingsspots hier. Wirklich einer der schönsten Plätze an der Isar. Man sieht hier gar nicht so weit. Die Isar macht hier so einen Schwung. Und mal auf die Frage von letztes Mal, weil ich da diese Schwelle gezeigt habe, wo das ist, wollten einige wissen. Das befindet sich im Norden von München zwischen der Ortschaft Unterföhring und Ismaning. Also da ist diese eine Schwelle, von der ich da neulich gesprochen habe, mit diesen großen Steinen, die man da eingelegt hat. Das ist da Luftlinie ungefähr 4 Kilometer von der Allianz Arena entfernt, dass man das ungefähr mal örtlich einschätzen kann. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern ich habe ein paar andere Gedanken noch, die ich unbedingt jetzt loswerden muss. Und zwar habe ich neulich tatsächlich den gesamten Super Bowl angeschaut. Ich bin tatsächlich hängen geblieben bis in der Früh, bis also das Spiel vorbei war, und dann wollte ich natürlich auch noch die Siegerehrung sehen, weil Tom Brady, 7. Super Bowl und so weiter. Und Lucky, komm, bleib hier, komm, geh mal hier. Und da habe ich dann eben, dann war wieder mal Werbung, endlos viele Werbesendungen. Ich habe weiter gezappt auf einen anderen Kanal und bin dann, ich glaube, bei RTL hängen geblieben. Und da saß dann plötzlich, das war in der Früh, 4:30 schon, kam die Wiederholung von einer Sendung, Interview mit Merkel. Und zwar zu Gast bei Frauke Ludowig und ich glaube August Blome, der Journalist. Ich weiß jetzt nicht, ob er August heißt, auf jeden Fall Blome und Ludowig saßen ihr gegenüber, und dachte ich mir, oh oh, was kommt jetzt? Und dann ging es eben darum, dass diese Frauke Ludowig, die Kanzlerin, so dachte ich mir, okay, jetzt kommt das investigative Gespräch und jetzt kommen die knallharten Fragen und jetzt wird nachgebohrt und so weiter. Und dann sitzt die da und fragt allen Ernstes, Frau Merkel, wie ist es denn mit Ihrer Frisur? Wer schneidet Ihnen denn die Haare? Und das, ich bin fast vom Stuhl gefallen, wirklich. Also ich habe ja mit allem gerechnet, aber nicht mit dem. Und das war dann der Superjournalismus. Wenn eine Society-Reporterin der Merkel gegenüber sitzt, dann geht es um die Haare. Dann wird gefragt, wer ihr denn die Haare schneidet. Und die Antwort war, ja, ich habe ja eine Assistentin, die mir hilft und bla 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 und so weiter. Also sieht man, ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, man sieht ja, dass die beim Friseur war, weil sonst hätte sie ja nur noch graue Haare da oben. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass diese Journalistin in Anführungszeichen nicht in der Lage war, auch nur ansatzweise mal eine kritische Frage zu stellen. Zum Beispiel, ja, so wie es die Marlene Lufen gemacht hat, habe ich auch schon drüber gesprochen. Also diese Sat.1-Moderatorin, die in ihrem viel beachteten Statement mal die Fakten auf den Tisch gelegt hat, wie es denn so ausschaut in diesem Land mit den ganzen Regierungsmaßnahmen, Folgen und so weiter. Mittlerweile hat dieses Video, ich glaube, 11 Millionen Aufrufe. Es kam sogar eine eigene Sendung, die Marlene Lufen gemacht hat, habe ich neulich, es kann sein, dass das sogar gestern war, wo sie mit Gästen über diese Thematik gesprochen hat. Also man merkt schon, dass das wirklich der Puls der Zeit ist oder so die Stimmung kocht. Der Druck auf dem Kessel wird größer. Aber zurück zu diesem Interview mit Blome und Ludowig. Das ist genau das, was wir beobachten können, dass sich der Journalismus, der ja eigentlich so eine Art vierte Gewalt im Staate sein sollte, komplett verabschiedet hat und eigentlich nur noch zum Steigbügelhalter geworden ist dieser ganzen Politik und Maßnahmen. Ich meine, das ist ja auch schon tausendmal erwähnt worden, aber ich habe das da wieder so exemplarisch gesehen an diesem frühen Morgen, wirklich, also in der Früh wird dann das gesendet und die Merkel sitzt da so und ja, ich kenne auch Menschen, denen es schlimm geht, und natürlich ist es nicht einfach für uns Entscheidungsträger, das zu machen, und hat da wirklich so Mitgefühl geheuchelt, und das war so widerlich zu sehen, wirklich. Und ich war so entsetzt über diese beiden Journalisten, die eigentlich nur abgenickt haben und nichts anderes getan haben, wie Steigbügelhalter zu spielen von diesen unsäglichen Maßnahmen. Also ich bin da wirklich zutiefst enttäuscht, aber was will man auch von einer Society-Reporterin erwarten, die sonst eigentlich nur über Boris Becker oder sonst irgendjemand quatscht, Royalty oder sonst irgendwas. Ganz komischer Charakter, die Frau auch. Also egal, ich will sie nicht verurteilen, jeder hat seine Berechtigung. Ja, das ging mir gerade so im Kopf rum. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin sowas von enttäuscht von diesen Menschen, die im öffentlichen Raum stehen
und sich nicht ansatzweise dazu einmal öffentlich äußern. Und also die tragen alle Verantwortung. Ich habe neulich habe ich neulich schon gesagt, toller Tipp. Gunnar Kaiser hat eine tolle Runde gehabt und da saß wieder mal die Anthropologin und Biologin, die Aya Velasquez, drin, und die hat gesagt, dass also all diejenigen, die in der Öffentlichkeit stehen, also sprich so Fußballstars, Promis, Musiker, ja, Kabarettisten, also wirklich so die Leute, die halt den anderen Menschen ein Begriff sind, dass die sich alle so wegducken und vollkommen unreflektiert auch dieses Mainstream-Narrativ bedienen, weil das jetzt eben en vogue ist sozusagen. Die tragen Verantwortung. Das war ihr Satz dazu. Die tragen alle Verantwortung. Und irgendwann werden die sich auch verantwortlich zeichnen müssen, weil ich habe jemanden kennengelernt, der in der Öffentlichkeit steht. Thomas Berthold, der Fußball-Weltmeister von 1990. Und der zeigt Rückgrat und steht auf und sagt, hey, so kann es nicht weitergehen. Und da bin ich echt gespannt, ob diese ganzen Promis, die sich so gerne dem Mainstream anbiedern, ob die irgendwann jetzt erkennen, dass das so nicht weitergehen kann und dass sie endlich mal Farbe bekennen. Wo sind die ganzen Schauspieler und Intellektuellen und so weiter? Also es ist echt eine unglaublich dynamische Zeit, wirklich. Naja, also so ist es halt, wenn man hier an der Isar Monologe führt. Aber noch etwas wollte ich euch mitgeben. Und zwar, ich habe gerade mit Thomas Dröper telefoniert und er hat gesagt, er wird ja immer gerne so als der Putin-Troll bezeichnet und er stellt keine kritischen Fragen und so weiter. Und Thomas hatte dazu eine Idee und hat mir gerade eben bei seinem Gassigehen ein Video geschickt. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Es ist ziemlich tiefstehende helle Sonne, aber egal. Ich wollte meine Kleinigkeit loswerden. Und zwar werde ich einmal kritisiert, dass ich so unglaublich russlandfreundlich bin und den Putin nie kritisiere. Überhaupt nicht. Ein Putin-Troll vom Kreml bezahlt. Nur die zahlen die Rechnung nicht. Ich kriege kein Geld von denen. Aber ist egal. Ich habe da Verständnis für. Die meisten von euch kennen ja Russland gar nicht. Und fragen sich natürlich, warum ich hier so wenig zu kritisieren habe. Nun, der eine Grund ist natürlich ganz klar, ich bin in meiner Wahlheimat. Das heißt, mir gefällt ein Land, ich bin dahin ausgewandert und bin in der Stadt, in der ich leben will. Und wenn man das erreicht hat, hat man natürlich nicht viel zu kritisieren, aber ein paar Sachen schon. Aber darum soll es hier nicht gehen. Ich habe eine Idee. Ich würde jetzt gerne die nächsten 2-3 Wochen die Fragen von euch sammeln, die kritischen Fragen zu dem Thema, Thomas, was sagst du zu Russland, was hast du zu kritisieren? Stellt mir Fragen. Stellt mir Fragen zu dem, was euch interessiert, was man an Russland kritisieren sollte. Ich denke, damit kommen wir weiter, weil die Idee, dass wir eine Sendung machen, in der ich über Russland meckere, wird nichts, weil, wie gesagt, mir gefällt es hier. Und wenn mir was gefällt, ist es schwer zu meckern. Wir machen es anders. Ihr stellt mir eure Fragen. Ihr sagt mir, was man an Russland kritisieren sollte. Und ich äußere mich dazu. Fragt mich. Schickt eure Anregungen, darauf freue ich mich. Ich denke, das wird eine lustige Geschichte. Die kommt so in 3-4 Wochen. Schickt alles, was ihr an Russland zu kritisieren habt oder was euch an Russland interessiert. Und zwar aus einem kritischen Standpunkt heraus. Darauf freue ich mich und in diesem Sinne, bis demnächst. Ciao. Das ist also die Idee, dass wir Fragen von euch sammeln, kritische Fragen, zum Leben in Russland oder zu Themen, die ihr denkt, die in Russland schieflaufen. Lasst uns das zukommen, entweder bei uns, bei Nuviso, am Kontaktformular oder auf Thomas seine Seite. Wir sammeln diese ganzen Fragen und dann werden wir in der nächsten Sendung Tacheles oder vielleicht sogar schon vorher bei Homeoffice, je nachdem, wahrscheinlich wird es Tacheles werden, das ist dann thematisch, passt es besser, und werden wir das mal aufarbeiten. Und dann kann Thomas eben seine Erfahrungen berichten und eben
dazu eine Meinung geben. Aber ich merke das auch immer wieder, wenn ich in meinem Umfeld über Russland spreche, dass wir alle, wir Deutschen, seit 20 Jahren, seit Putin an der Macht ist oder eben in den Machtzirkeln verstrickt ist, eine ganz bestimmte Meinung von Russland haben und die ist schwer aufzuknacken. Weil es ist immer der böse Russe. Das war im Kalten Krieg schon so, das war die 90er, 2000er so und die letzten 10 Jahre sowieso, Ukraine und so weiter. Also es ist gar nicht so einfach, so viele Jahre lang Propaganda dann irgendwie mit Argumenten aufzubrechen. Aber das werden wir versuchen. Also schickt uns bitte die Fragen und dann können wir da eben gezielt drauf eingehen. So, das also für den Morgen. Und tja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich weiß, was für eine Situation oder in was für einer Situation sich viele Menschen befinden. Gar nicht so leicht darüber nachzudenken und zu sprechen. Vor allem, wenn es hier so schön ist und eigentlich so friedlich. Naja, ich wünsche euch was. Ich wünsche einen guten Tag, viel Kraft, Energie und auch den richtigen Mut, alles anzugehen. In diesem Sinn, viel Spaß. Ich melde mich wieder hier unten von der Isar. Bis dann, Servus, ciao.